Ja, guten Tag. Schauen Sie sich den Wagen ruhig in Ruhe an. Das ist unser Bestseller, ein Prachtstück. Der Preis, die Ausstattung und dieser Farbton. Ja, die Farbe ist wirklich schön. Aber wenn da mal was nachlackiert werden muss? Ach, das ist heute gar kein Problem mehr. Die Lackierereien, die haben Farbtonmessgeräte und dann wird das nachlackiert. Das ist überhaupt kein Problem. Und sie haben ja natürlich eine Vollkaskophase hier oben, nicht wahr? Ja. Ja, also gefallen tut mir das schon. Ja, also nach dem Farbton, da drehen sich die Leute um. Ne? Und ich kann Ihnen sagen, die sind so beliebt bei uns, wenn sie sich da nicht schnell entscheiden, ne? Also schon morgen verkaufe ich den an anderen Kunden. Ne? Ja, Freunde, der Mazda und das schöne Candy Rot. Gibt es nicht nur auf dem Mazda, gibt es auch auf dem Renault. Ich persönlich, Ford, stimmt, gibt es das mittlerweile auch. Also komplizierte Farbtöne sind wieder im Trend. Und ich glaube wirklich, die Verkäufer erzählen den Kunden gar nicht, worauf sie sich einlassen, wenn sie ein Auto... Farbe, ja. Weil, wenn man, mal angenommen, man muss eine Tür tauschen, dann kannst du die ganze Wagenseite lackieren. Ja. Das heißt, es ist alles teuer, alles, was man da nachlackieren muss, wird schwierig, wird teuer, weil es ist ein, ja, ein Candy-Lack. Das heißt, wir haben einen Grundton, wir haben eine Lasur. Je nachdem, wie viele Schichten oder wie dick ich die Lasur auftrage, desto unterschiedlicher sieht der Farbton aus. Ja, genau. Das heißt, es ist wirklich irrsinnig schwierig, den Farbton so hinzukriegen. Das heißt, du kannst ein Farbmuster spritzen mit dem Grundton, sagst, ich mache eine Schicht Lasur, hältst dran, guckst, wie sieht das aus. Mach die zweite Schicht Lasur und sag, jetzt passt das. Dann lackiere ich zum Beispiel die Motorhaube. Dann muss ich ja nur leicht wieder in der Lasur variieren. Dann siehst du das schon wieder. Doch, dann nur mal ein bisschen schneller ziehen oder ein bisschen langsamer. Ne? Dann ist das auch schon. Ja, hier haben wir auch schon gesagt, hier wurde wahrscheinlich schon mal was nachlackiert. Weil man sieht, dass die Haube, ich glaube, auf der Kamera sieht man das sogar ganz gut, dass die Haube eine leichte Abweichung hat. Für den Farbton sogar ganz gut geworden. Aber alles, was man so auf der Seite lackiert, wirklich sehr schwierig. Jetzt haben wir bei dem Fahrzeug so ein paar kleinere Stellen, wo ich sage, okay, das müssten wir eigentlich hinkriegen, ohne jetzt großartig beizulackieren. Hier haben wir einen Abplatzer auf der Motorhaube. Kann sein, dass der Vogelkot zu lange eingewirkt hat. Ja, hier auch am Stoßfänger so eine kleine Stelle. Wäre das jetzt ein Versicherungsschaden, dann würde man sagen, was würden wir machen? Wir würden den ganzen Vorderwagen lackieren. Müsste man ja. Ja. Ja, hier ist der Schaden, man müsste ja mit der Farbe schon in den Kotflügel rein, ja. Großflächig, und dann geht das nachher zur Tür. Ja. Theoretisch, ja, bist du dann schon. Ja, das, aber wir haben jetzt gesagt, wir versuchen das mit Mustern, mit einlackieren, das heißt, wir müssen ja den Grundton einlackieren, dann mit der Lasur über den Grundton. Also es ist schwierig, aber ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Deshalb nehmen wir euch selbstverständlich mit und ja, ganz viel Spaß mit dem Video. Die Stellen werden wir jetzt ganz konventionell vorbereiten, ausschleifen, spachteln, füllern. Aber ich glaube, das ist für dieses Video das Uninteressanteste. Deshalb überspringen wir das so ein bisschen. Da gibt es noch so ein paar Bilder zu, weil das Interessante ist, wie gesagt, Farbtonfindung und das Lackieren. Insofern, let's go! Alles ist jetzt abgeklebt, jetzt geht's los. Der Farbcode, wie gesagt, 46V. Wir gehen jetzt mal an den Computer und schauen uns das mal an. Mazda
46V Special Red. Standardvariante. Mischen. So, und jetzt kann man hier sehen, Coating 1, Coating 2. Das sind einmal Grundton und Lasur. Und wir fangen jetzt an mit dem Grundton. Da brauchen wir gar nicht viel von. 150 Gramm. So sieht der Grundton aus. Das ist halt auch schon ein Rotmetallic. Aber es wirkt recht blass, weil diesen, ich sage immer, blutigen Effekt, den kriegt man nachher erst mit der Lasur. Jetzt möchte ich die zweite Farbe bzw. die Lasur ausmischen. Und jetzt kann man sehen, WBC 000 ist transparenter Binder und 351 ist rot. Und da sieht man, dass hier wirklich nur 10% Farbe drin sind. Der Rest ist wirklich transparent. Das heißt, ja, das ist eine leicht deckende Lasur. Jetzt geht's los mit dem Grundton und werden das hier am weichen Übergang einlackieren. Hier auch überall. So, jetzt habe ich das mit dem Vorlack einlackiert, so klein wie es möglich, so klein wie möglich natürlich zu halten, diese Schadstelle. Und dann kann man das hier sehen, schön wie hell und scharfkantig das jetzt der Übergang jetzt noch ist. Das muss ich jetzt versuchen, so weich wie möglich auslaufen zu lassen, um mit der Lasur nachher richtig guten Übergang, dass man das nicht mehr sieht, zu bekommen. Man sieht das richtig gut. Ja, jetzt kann man das richtig, könnt ihr das richtig gut sehen, dass diese scharfe, helle Kante, die muss ich jetzt versuchen, so weich wie möglich auszunebeln. Jetzt habe ich das einlackiert und so weich wie möglich auslaufen lassen, dass hier vorne nur noch der alte Lack ist. Und hier ganz leicht sieht man dann, wie der Übergang ausläuft. Ja, das ist hier eine ganz weiche Kante, muss das sein, damit man mit der Lasur jetzt einlackieren kann. So, jetzt habe ich den Lack 20 Minuten eingebrannt, damit er schön trocken ist, mit Hertha verhärtet. Und nun, ja, mache ich den Übergang, die Lasur.
Ja, Basti war fleißig, hat das schon mal alles einlackiert, hat er auch erklärt. Jetzt ist es halt so, optisch sagen wir jetzt, das passt, damit wir aber sicher gehen können, dass es passt und jetzt nicht einfach Kladack drauf machen, abreißen und hinterher sagen, Mist, hätten wir mal noch einen Gang Lasur gemacht. Reißen wir jetzt hier einfach eine Stelle ab und gucken uns das, den Übergang zum Originallack an. Genau. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass die Motorhaube matt ist und der Kotflügel glänzt. Dadurch sieht es ja schon mal ganz anders aus, logischerweise. Da nehmen wir jetzt Trick 17 und zwar haben wir Silikonentferner. Und mit Silikonentferner kriegen wir das Ganze schön zum Glänzen. Dann sieht das schon ganz anders aus. Aber von hier aus würde ich schon fast das sagen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gut aus. Ja. Wenn man das so sieht, die Lichtbrechung ja. Und so, also ja. Das zur Haube passt das. Alles gut. Ja. Mach ich auch. Perfekt. Ja. So, den Silikonentferner wischen wir jetzt nicht weg, sondern den lassen wir verfliegen. Zack. Ja, was jetzt haben wir den Mythos zerstört, dass man immer die ganze Seite lackieren muss. Ne? Nein, aber es ist halt, das sind jetzt Bereiche, die fallen nicht auf. Wenn ich jetzt aber wirklich eine Tür als Einzelteil. Die komplette Tür, das geht nicht. Auf Kante, das würdest du halt sehen. Das ist jetzt so, wie wir das machen, dass man, ich sag mal, ein bisschen ausbessern kann. Und das haut hin. Aber wie gesagt, jetzt so ein ganzes Bauteil so lackieren, ja, einzeln, ja. Keine Chance. Und nachher hier oben auch teilweise. Ja. Das ist schwierig. Aber man muss wollen, dann kann man das alles schon so ein bisschen hinkriegen. Was halt ganz schlimm war, als die Autos auf den Markt kamen, die ersten, MX-5 und so, die Fahrzeuge wurden ja... werden ja im Werk mit dem Roboter lackiert, das heißt, sie haben auch andere Lacke, weil die haben teilweise verschiedene Sprühköpfe, auch, es wird auch teilweise mit Lackierglocken, das sind so Rotationsscheiben, wird lackiert und quasi wird dann, wenn so ein Auto rauskommt, so ein Farbton rauskommt, fahren die ganzen Lackhersteller zum Werk, machen Messungen, erstellen die Töne nach. Das heißt, in der Reparaturlackierung wird wirklich mit quasi Imitationen der Originallacke gearbeitet. Jeder Lackhersteller hat halt seine Imitation oder verschiedene Imitationen, Varianten zu diesen Farbtönen. Und als die Autos rauskamen, gab es keine Reparaturvarianten. Das heißt, die ersten Autos, die verunfallt sind, die Schäden hatten, die konnten gar nicht nachlackiert werden, weil es den Farbton noch gar nicht gab. Das weiß ich noch genau, weil da war ich zu der Zeit im Vertrieb und da habe ich immer wieder mitgekriegt, dass es da Ärger gibt. Ärger, ja. Generell Candy-Lacke gibt es ewig. Die waren früher, eigentlich wurde immer ein Silber vorweg gespritzt und dann eine Rot-Lasur rüber, wie beim Liebesapfel so. Mhm. Und die haben es um es uns jetzt leichter zu machen, im Endeffekt diese schon den roten Grundton mit der Lasur erstellt, weil das einzulackieren mit Silber und das mit Lasur abzudecken, das ist quasi komplett unmöglich. Ne? Das wird ja gerne in Amerika mit den Amis gemacht, genau. Die ganzen, das wird dann ja auch ja. Ja. Nur wenn du den einlackierst, mit Silber einlackierst und dann Lasur drüber, das unsichtbar hinzukriegen, das ist eigentlich unmöglich. Ja, also kann jetzt Klarlack drauf. Ich habe jetzt alles abgerissen, alles an Folie, Papier entfernt, sauber gewischt und ich bin wahnsinnig positiv überrascht, dass der Farbton so gut passt auf Stoß, weil, wie gesagt, ist ein Lasurlack und ja, cool. Aber man muss halt ein bisschen gucken, ein bisschen spielen und dann klappt das schon. Aber halt, wie gesagt, eine neue Teil, Einzelteiltür, da wird es dann schon schwieriger in dem Sinne, ja, so eine kleinen Stellen, die auch halt, wenn man jetzt das Auto von der Seite sieht, das ist dann halt eigentlich ja nur diese schmale Sichtkante, die man sehen kann. Ja,
Aber klasse, ich freue mich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt, luck_flow. Da könnt ihr auch immer so ein paar Updates, ein paar Alltagsgeschichten etc. sehen. Also ja, danke euch fürs Zuschauen. Lasst euer kostenloses Kanalabonnement da, ein Kommentar, freut uns auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.